photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. Hi. Ich bin schon wieder da. Ich habe mich jetzt gerade bei Real beschwert. Ich habe euch doch gesagt, ich habe so viele Sachen, Keramiksachen bestellt. Und habe jetzt mal geguckt unter meine Bestellungen. Jetzt ist ja angeblich was gekommen. Jetzt muss ich nachher gleich schreiben, dass es doch angekommen ist, weil ich habe jetzt mal geguckt. Es war doch an meinem Ablageort. Ich habe echt gedacht, das Ding ist schon gekommen. Wie zugestellt am 6.11. Hallo, ich habe nichts gekriegt, ne? Hallo, dann wollen wir loslegen. So runter. Übrigens, da oben auf diesem Karton lag das Hauptgeschenk von der Pixie. Und ich wollte jetzt schon auf Play drücken und das ganze Ding aufnehmen. Und ich so, oh, shit, das darf ich ja gar nicht sehen. Jetzt habe ich es vermuschelt. Leute, ich bin ja nicht. Ja, aber gerade noch mal. Okay, Leute, legen wir los. Ich finde mein Cuttermesser nicht mehr. Keine Ahnung, wo das wieder rumfahren. In irgendeiner Kiste. Ich weiß es nicht. Übrigens steht da das Paket vom Grabak. Verschnürt und abgabebereit. Schmeiße ich mal in den Kofferraum. Und dann geht es Montag nach dem Schafe, fahre ich dann direkt zur Post und gebe das ab. Weil bei uns gibt es ein Real in der Nähe und da ist auch eine Post am kleinen, also ein kleiner Mini-Kiosk, wo halt Post da annimmt. Und das ist besser, als wenn ich bei uns in der Stadt auf Post fahre. Weil kann ich voll vergessen. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe nämlich, das kann ich gerade gut gebrauchen. Schmeißen wir Leute in die Kiste für eure Geschenke. Jetzt gucken wir mal. Ja, das ist das Paket. Genau, super. Schneiden wir mal hier auf. Habe ich mir geholt. Das habe ich bei der Miyuki und ich glaube Sakushi hat es auch. Habe ich mir bestellt. Meine Hunde haben mich halt aufgeregt. War das Zeug ist eiskalt. die haben mich halt aufgeregt. Das ist nicht normal gewesen. Also nicht normal. Oh ja, das ist für die Pebbles. Weil, nee. Der Fridolin passte nicht durch. Also für die Pebbles oder für die Mäuse. Das ist wirklich schön gemacht. Eine Erdbeere. Das kriegst du dann im Sommer. Oder im Frühlingssommer, dann wenn Erdbeerzeit ist. Kriegst du das. Sehr schön gemacht. Absolut toll. Also wirklich eine tolle Verarbeitung. Keine spitze Kante. Nichts abgesplittert, also ganz toll gemacht. Kann man echt nichts sagen. Das mache ich jetzt aber in die Kiste wieder rein, weil das wird dann, wie gesagt, wenn alles mal, wenn ich hier mal fertig bin mit Aussortieren und eure Pakete alle fertig sind, werde ich mal extra einen Karton machen mit nur solche Sachen. Ich habe ja schon einen Karton angefangen, nur mit Näpfe. Also so eine Plastik. So ein Container halt mit so einem Deckel drauf. Da ist noch was drin. Das zeige ich euch nicht, weil das ist eins, wo für euch ist. Also einer von euch. Jetzt ist da noch, es ist ein größeres Teil. Oh je, das hört sich aber nicht gut an. Das hört sich an, als wenn da schon was kaputt wäre. Das wäre jetzt natürlich das Super-GAU. Gucken wir mal. Hoffen wir ja nicht, ne? Also Leute, so wie ich jetzt heute mit der Schere umgehe, bitte nicht nachmachen. Immer weg vom Körper, aber die blöde Natalie denkt ja nicht so weit. Solche Situationen.
Aus dem Grund habe ich mir ja damals da diesen, in einem Video, wo ich da, Achtung, da kommt ein bisschen Blut, ne? Das haben bestimmt einige von euch gesehen. Also, mit meinem Cuttermesser damals, da habe ich mir ganz schön, also bitte nicht wahrmachen, so wie ich das mache. Immer vom Körper weg, aber wisst ihr was, ich mache jetzt hier einen Radikalschnitt mal. Wenn die Schere ist, ich habe 1000 Schere, aber keine richtig, schneidet richtig, ich sag's euch. Oh je. Das hört sich nicht gut an. Und gerade das hat mir am besten gefallen. Das habe ich nämlich bei der Auto bei der Miyuki gesehen und das wollte ich unbedingt haben. Aber ich glaube, das ist kaputt. Hoffe es ja nicht, aber es hört sich so an. Müssen wir da anfangen. Da. Ja, ja. Das ist kaputt. So wie sich das an. Ja. In der Mitte gebrochen. Na toll. Kann ich gerade zurückschicken und reklamieren. Ja, leider defekt. Ich zeige es euch trotzdem. Ich hoffe, es fliegt mal jetzt nicht ganz auseinander. Viele werden es erkennen gleich. Gut, vielleicht kann man es kleben. Wäre vielleicht eine Option. Leider nicht. Das war dieser Hai, dieser Melone-Hai. Der ist Wahnsinn, den hätte ich nämlich gern für den Friedolin gehabt, weil das ist ein Riesending als Sandbad oder sowas. Das wäre super gewesen, guckt euch das an. Aber leider, den hat es gespalten, den Kerl. Ich weiß nämlich nicht, Ponalkleber hebt es bei sowas normalerweise oder hebt, klebt Ponalkleber nur Holz? Sonst hätte ich gesagt, komm, ich schreibe den. Aber normalerweise, nee, ich schicke das zurück. Das schicke ich zurück. Das soll man frisches schicken, das ist mir gerade egal. Dann soll ich das besser verpacken. Aber ja, das ist 100%ig beim Transport kaputt gegangen. Weil wirklich, deshalb sage ich ja immer, ich hoffe, dass eure Pakete ganz ankommen. Wirklich, das Zeug wird ja rumgeschmissen, das ist ja gerade scheißegal. Ja, also das sieht wirklich nicht schön aus. Da ist auch alles jetzt durch der Riss, hier alles kaputt, hier vorne auch. Seht ihr? Nee. Hey, wie kann man das nur in so ein popliges Einpuff? Übrigens, das ist die Böppelfolie. Könnte ich stundenlang hocken. nee, also das schicke ich zurück. Hä, so ein schmales Ding. Wie kann man so ein Riesending in so ein schmales Ding packen? Kapier ich nicht. Kapier ich nicht. Und wenn ich sage, ich soll dir eine Foto schicken. Weißt du, ich nehme Handy. Ja, lade ich das von wieder auf. Wir brauchen Beweis. Ja, am Arsch. Diese Decke. Ja, das lege ich jetzt voll so ein. Dann mache ich jetzt. Guck mal weg. Und guck mal weg. So. Lege ich jetzt das wieder ein. Dann mache ich jetzt hier den Karten dazu. Ja, das ist ein bisschen. Ja. Und dann werde ich das zukleben und werde es zurückschicken, weil. Da zählen wir ja mal gar nicht ein, ne? So. Ja. Ja. Das war ein Satz mit X mal wieder, ne? Also. Ja, Puppe. Mal kurz tanzen. So. Also. Ja. Ach, Bella hat sich total runtergeschmuggelt. Oh, Leute, ich krieg echt eine absolute Krise mit diesem Teil noch. Ich muss jetzt da. So, ich will, dass ihr noch ein bisschen die Hunde seht, aber mich auch, meine Schönheit hier. So. Ich mache ein bisschen die Haare selber geschnitten. Und färben muss ich sie noch, weil langsam kommt der Grauschimmer durch wieder. Und Haare gewaschen, geduscht, Bett frisch bezogen, ja. Kloecke von der Kaninchen sauber gemacht. Ja, ja, was wollte ich jetzt noch erzählen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich klebe noch Fischklebe da, der den Paket geht vom Krabber. So, den hat deshalb ich nicht verpackt, aber hallo.
Ja, was wollte ich noch erzählen? Ich wollte euch noch was erzählen. Jetzt ist mir's aber entfallen. Himmelswirren. Gibt's doch nicht. Ja, ich habe der Peppels mal da, wo der Kürbiskern drin ist, wo man das Deckel von dem Intelligenzspielzeug hochmachen muss, habe ich mal so ein bisschen eingeklemmt, dass es so ein bisschen hoch steht. Ich gucke alle Ritt, ob sie wach ist, dass ich es vielleicht im Notfall geschwind mal filmen kann. Aber ja, also mein Teddy-Hamster, der Fridolin, und meine Hamster, die pofen mal also richtig mal. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe vor allem beim Fridolin mal kurz das Dach von einem Kammernhäuschen aufgemacht und dann kurz mal geguckt und ich so, okay, er pennt noch. Also er war wirklich schlau. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe ihn jetzt extra geweckt oder so. Weil ich habe ihm ja Futter und Wasser dann ausgetauscht, alles wird er jetzt vorhin auch alles gemacht. Und das Zwergkaninchen auch noch mal ein bisschen Gemüse gegeben und meine Mäusis wird er versorgt und dann muss er wach geworden sein. Und jetzt ist mir eingefallen vorhin. Ich habe zwei Projekte noch, einmal Zwergkaninchen und einmal Mäuse. Und bei dem Mäuseprojekt habe ich festgestellt, zwecks Kreissäge, dass ich weder was Rundes noch was Eckiges brauche. Mir ist nämlich was eingefallen. Also das kann sein, dass dann Anfang nächster Woche dann das Video hochgeladen wird und ich euch dann das Projekt enthüllen kann. Ja. Ja, dann würde ich sagen, das letzte Video, es tut mir leid, es war über 37 Minuten. Schon immer länger. Nein, das vorletzte. Das letzte Video war nicht einmal 5 Minuten. Voll das kurze Video. Wahnsinn, ich kann's, wenn ich will. Ja, was wollte ich noch erzählen? Ja, Pixies Geschenk, das habe ich jetzt vermuschelt. Sag's euch, das war jetzt so super gewesen, wenn sie das jetzt schon gesehen hätten, weil das wäre ja wirklich sinnlos oder witzlos gewesen. Wenn sie vielleicht, oh, hoppla, was liegt da oben? Boah, das sieht voll aus wie mein Geschenk. Mein Blade wird die ja alle zeigen. Hallo? Man kann sich ja dann denken, was ist denn das da oben? Ne? Also nee, das muss ja nicht sein, dass ihr eure Geschenke seht, weil das ist ja wirklich witzlos. Ach ja, was ich sagen wollte, Sakushi hat ein Gewinnspiel gemacht. Könnt ihr mal reingucken, ich habe teilgenommen. Ja. Bin immer gespannt. Finde nicht schlecht, freue ich mich drauf. Und guck mal rein. Ich teile es dann auch nochmal. Genau, den Link habe ich kopiert. Ich kopiere es. Ich versuche es mal unten hier in die Beschreibung reinzusetzen, den Link. Guckt euch mal das Video an. Freue ich mich drauf. Passt. Danke, Sakuji. So. Und ja, da freue ich mich drauf. Bin immer gespannt, wer gewinnt. Wenn ich gewinne, das wäre natürlich klasse. Logisch, da würde ich mich riesig drüber freuen. Aber wenn nicht, ja, dann nicht. Aber ich freue mich dann logischerweise. Bin mal gespannt, ob jemand gewinnt, wo ich auch kenne. Vielleicht macht ja jemand mit, wo ich kenne. Und da werde ich mich natürlich freuen, wenn man sich so ein bisschen so kennt, so ein bisschen von der Abonnente her. Das wäre natürlich schon super, ne? Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Samstagabend und schlaft gut. Ah, Moment, ich habe was vergessen. Moment, hab's gleich. Dauert nicht mehr lang. Bin gleich soweit. Ihr wisst ja, was es bedeutet. Abwarten.